Wird Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst. Jetzt hier bei der Firma Like, der Tobi Jung. Hallo. Du, Tobi, ihr habt Tische mitgebracht. Was ist denn daran die Besonderheit? Ja, also das Besondere an unseren Tischen ist, wir haben da mal vor 18 Jahren zu viel mit dem Meterstab gespielt. Ja. Und dann kam so ein Gedankenblitz, wo wir gesagt haben, da könnte man ja auch einen stufenlos ausziehbaren Tisch draus machen. Okay, und den habt ihr dann entwickelt und genau. Jetzt steht er hier. So schaut's aus. Zeig uns doch mal, was dieser Tisch denn so Besonderes kann. Genau, man sieht es dem Tisch ja gar nicht an. Nee. So ist es ganz normal. Und ich brauche einfach hier nur anheben und ziehe den Tisch aus. Oh wow. Auf wie viel Meter hast du den jetzt ausgezogen? Den kann ich jetzt von 2 Meter stufenlos auf 3 Meter ausziehen. Und wieder zurück und ganz geräuschlos. Genau, ja. Und das Ganze stufenlos. Also ich kann so viel ziehen, wie ich brauche einfach an dem Tisch. Also das heißt, du bist halt komplett flexibel auch ja. In der Länge. Habt ihr verschiedene Modelle auch? Genau, wir haben 4 verschiedene Größen, 6 verschiedene Farben, beziehungsweise auch noch einen aus Birke Natur. Dann wählt man sich zuerst die Größe aus, dann die Tischfarbe, die Beinform, ob rund oder eckige Beine und dann noch die Beinfarbe. Und das kann ich dann alles online konfigurieren. Und das Schöne ist, ich kann auch alles drauf stehen lassen. Der Tisch kann komplett eingedeckt sein. Ja. Und die Gläser und Tassen, es bleibt alles stehen auf dem Tisch. Hat der Tisch auch die Stabilität, dass man nach einer Feier auch oben drauf tanzen könnte? Ja, unser Ingenieur hat es so berechnet, dass ich mich auch bei dem ausgezogenen Tisch draufsetzen kann. Genau. So, und ihr habt das ja in unterschiedlichen Farben. Was ist das denn für ein Material, aus welchem die Tische sind? Das Material ist ein schichtverleimtes Birkensperrholz, was dann mit einem Laser eingeschnitten wird, in diesem speziellen Muster, was wir uns auch haben patentieren lassen. Heutzutage ist halt das Thema Nachhaltigkeit ja auch wichtig. Bei uns ist es so, wir haben eine Schreinerei in Fürstenfeldbruck und das war mir halt ganz wichtig. Also alle Materialien, die kommen aus Bayern oder maximal aus Deutschland und es wird auch bei uns produziert. Mhm. Okay. Wurde Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst.